Seit der ersten Radiosendung am 22. Dezember 1920 gilt Königs Wusterhausen als Wiege des Rundfunks. Doch wie kam es eigentlich dazu? Davon handelt die nun folgende Episode von Eine Prise Funkgeschichte. Wie Königs Wusterhausen zur Wiege des Rundfunks wurde, gesprochen von Hanna. Die Geschichte des Rundfunks aus Königs Wusterhausen begann im Jahr 1911, als auf dem hiesigen Windmühlenberg erstmals Funkversuche durchgeführt wurden. Mit Pferdefuhrwerken wurden mobile Sender auf den Windmühlenberg gebracht. Die Antennen wurden mit Ballonen in der Luft gehalten. Die Versuche waren erfolgreich und so entstand an diesem Platz die Zentralfunkstation des deutschen Heeres. 8 Jahre später war der Erste Weltkrieg vorbei und Deutschland wurde entmilitarisiert. Das Senderhaus Reims auf dem Funkelberg wurde der Deutschen Reichspost zugeordnet. Der Telefunkenvorstand Hans Bredow wurde Ministerialdirektor im Reichspostministerium und erhielt die Aufgabe, eine zivile Nutzung der bisher militärischen Anlagen zu finden. So entstand der Wirtschaftsrundfunk. Ob es eine Anweisung oder eine Bitte war, ist nicht überliefert. Auf Anregung von Hans Bredow haben die Techniker und Ingenieure der Sendestelle Königs Wusterhausen im Frühjahr 1920 mit Experimenten zur Übertragung von Sprache und Musik über einen Längswellensender begonnen. Die Techniker der Reichspost hatten zahlreiche Probleme zu lösen. Mikrofone gab es damals noch nicht und so nutzten sie Sprechkapseln aus Telefon, um Sprache und Musik in elektrische Schwingungen umzuwandeln. Doch die Modulation bereitete anfänglich Schwierigkeiten und wurde mit der Anwendung der Funkspule gelöst. Und zur Übertragung der Musik von Schellackplatten wurden die Sprechkapseln vor den Trichter des Grammophons installiert. Anfänglich noch als technische Versuche getarnt, führten die Techniker im Verlauf des Jahres immer öffentliche Testsendungen durch. Auch im Reichspostministerium blieben die Sendungen nicht unbemerkt und galten als Schwarzfunk. Hans Bredow aber hielt an den Versuchen fest. Ihren Höhepunkt fanden diese Versuche am 22. Dezember 1920. Um 14 Uhr begannen die Königs Wusterhausener Rundfunkpioniere mit der Ausstrahlung eines Weihnachtskonzertes. Die Hörer wurden begrüßt, es wurde Musik live und vom Grammophon gespielt. Zum Abschluss wünschten die ersten Radiomacher ein fröhliches Weihnachtsfest. Und so klang dieser historische Radiomoment. Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskaninchen dienen wird, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. Wer konnte diese erste Radiosendung aus Deutschland hören? Zum einen waren es die Beamten der Reichspostempfangsstellen, deren Aufgabe es war, die Wirtschaftsnachrichten abzuhören und weiterzugeben. Das Programm aus Königs Wusterhausen dürfte eine willkommene Abwechslung gewesen sein. Eine weitere große Hörergruppe kam aus dem Ausland. Zahlreiche Empfangsbestätigungen aus Russland und England.